verrückt eigentlich. Wir haben das Copyright-Design gemacht für eine Aufteilung Vertrautes Terrain. Das ist jetzt 1,5 Jahre her, oder 2 sogar. Und irgendwann sollte der Katalog folgen. Die Aufgabenstellung war relativ einfach. Sachen zeigen, wenig Text. Was jetzt rausgekommen ist, haben ein halbes Jahr daran gearbeitet, sind 500 Seiten insgesamt, davon 400 Seiten Text und der Rest Bilder. Aber genau umgekehrt, also wir haben uns einen abgequält eigentlich, aber es ist ein super Ding geworden. Spannend. Ich habe zuerst mit Quark angefangen, dann irgendwann auf InDesign umgestiegen und dann die ganzen Photoshop-Sachen. Für mich persönlich ist ja die Technik zwar wichtig, aber das ist nicht das Erste, was kommt. Ich habe einen Laptop, den habe ich jetzt 5 Jahre. Ich wollte mir dieses Jahr einen neuen kaufen, aber leider gefällt mir das Design nicht so richtig. Ich bin ja totaler Fan. Seit der ersten Stunde arbeite ich nur auf dem Mac. Und jetzt gibt es auf einmal, wo ich mir das neue Laptop kaufen will, gibt es dann nur noch diese Glanzmonitore. Im Augenblick machen wir 2 Bücher für die Gestalten. Eins Architektur, eins geht eine Art Monographie. Gleichzeitig machen wir jetzt noch ein Modebuch für die City. Das erscheint, ich glaube, am 15. Juni. Und ja, dann habe ich viele Vorträge und lebe gerade. Dann haben wir immer DVDs, immer CDs, immer Platten und sowas. Das passiert immer nebenher, aber diese beiden Sachen und so, erstmal die größeren und die Lieblinge natürlich. Und all das Problem ist jetzt, von heute bis zum Mitte Juni muss alles abgegeben sein. Das wird ein Spaß. Mode ist ja eh so ein Thema, das mich schon immer interessiert hat. Das geht mal hoch, mal runter. Manchmal finde ich es interessant, manchmal ödet es mich an, aber gerade ist das eine ganz tolle Aufgabe gewesen, oder wir sind ja noch mittendrin. Für CT, also für ein wirklich kommerzielles Blatt, ein Modetitel zu machen, der up to date ist. Das ist eine schöne Sache. Also, sie nennen das Modebuch, ist eigentlich ein Magazin, aber es wird ein Jahr im Kiosk sein. Also eh auch was ganz Tolles, ein Magazin zu machen, das ein Jahr im Kiosk ist. Wir arbeiten aber immer, ich arbeite sehr redaktionell. Also mir geht es nicht darum, so ein super Grafikdesign zu machen. Das ist irgendwie Sachen, die echt normal ist, ehrlich gesagt. Also mir macht es mehr Spaß, mit der Redaktionsarbeit neue Themen zu finden und auf den Themen aufbauen, dann visuelle Themen zu finden, die gut ist. Oder für mich gut. Das ist ja sehr subjektiv. Man kann das ja so und so werten. Nur meine Arbeit. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was ich wirklich kann. Also, einen Vortrag machen, den ich dann ablese, da würde ich mich einfach schlecht fühlen. Und ich fühle mich eh schlecht vor Vorträgen immer.